Danke, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bin ziemlich dankbar, dass ich hier sozusagen beim letzten Tagesordnungspunkt zumindest erleben darf, dass also diese ökosozialen Verwirrungen, denen die grüne Kollegin unterliegt, die auch die Wasserstofftechnologie für sinnlos und unwirtschaftlich und ich weiß nicht was alles, also dass Sie vielleicht noch einen Doktor der Technik auch noch gemacht haben in der Zwischenzeit, Frau Kollegin, hören Sie mal zu, weil das ist auch nicht funktionieren muss, aber da will ich mich jetzt nicht weiter verbreiten. Was heißt vorwiegend? Es wird andere Technologiemöglichkeiten oder Energieträger geben. Ja, es müssen keine fossilen Energien sein, die zur Wasserstofftechnik führen. Ja, die Entwicklungen machen Sie sich vielleicht einmal schlau, bevor Sie sich da außerstellen und irgendwelche Geschichten erzählen. Ja, weil ein Großteil von dem, was Sie heute da erzählt haben, ist, entschuldige, Unsinn. Unglaublich. Ja. Dieser Entschließungsantrag, der tatsächlich in Rede steht bezüglich der Erklärung des Climate Emergency, ist, und da möchte ich auch den Kollegen Schenach korrigieren, nicht eine juristische Grundlage für eine Notstandsmaßnahme, da müssen Sie das halt einmal lesen, weil Sie rufen ja hier den nationalen Notstand aus, sondern es ist sollte ein starkes politisches Signal sein für die zukünftige Klima- und Umweltpolitik, aber auch nicht mehr, aber auch nicht mehr. Die Fridays for Future-Bewegung ist ernst zu nehmen, es ist eine nette Geschichte, aber wie es der Kollege Steiner schon gesagt hat, jetzt ist Ferien, jetzt sind die auch nicht mehr da. Und eine ganz wichtige Information, Herr Kollege Schenach, auch die FPÖ, kein Mensch, nicht die FPÖ und auch nicht der ehemalige Bundesobmann Heinz-Christian Strache hat die Klimaveränderung geleugnet. Ja, also das möchte ich hier klarlegen, das ist also nicht Sache. Es wird nach wie vor, und da gibt es Wissenschaftler, die also das tatsächlich bestätigen können, immer noch zu 100% nicht bewiesen, ob also alles das, was da passiert, tatsächlich vom Menschen verursacht ist. Und wenn wir heute von Klimaänderungen reden, die ja tatsächlich stattfinden, dann hoffe ich, und das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, wie ich da gestanden bin, dass alle diese Maßnahmen, die wir heute treffen oder die wir in der unmittelbaren Zukunft treffen, um CO2 zu reduzieren, da komme ich dann extra noch dazu, ist krass. Aber was machen wir, wenn 2030 alle die Maßnahmen, die wir noch einführen werden, auf Basis auch dieser Entschließung hier, nicht greifen? Ja, was machen wir? Die Aufgabe, die wir als Politiker auf jeden Fall haben, ist, dass wir die Menschen auf die Katastrophen, die ja zum Teil schon stattfinden, vorzubereiten haben. Ja, aber nicht nur mit Lippenbekenntnissen und nicht nur mit Einsparungen, die also eine Unsumme von volkswirtschaftlichen Vermögen kosten werden, sondern mit Hausverstand, haben wir schon mal gehabt. Und diese 8 Forderungen, die hier in diesem Entschließungsantrag stehen, sind richtig und wichtig. Einige sind Nonar-Begründungen, die ja in Wirklichkeit jeden normaldenkenden Menschen klarerweise zur Unterstützung herausfordern. Das Thema Emissionszertifikate ist von jeher ein von der FPÖ abgelehntes Projekt. Von jeher. Also da haben die anderen noch gar nicht gewusst, was das ist, haben wir schon gesagt. Ist ein in der Natur vorkommendes Gas, das wir genauso brauchen zum Leben wie Sauerstoff. Tun wir nicht so, dass wir sagen, wir beseitigen das. Es geht um das vom Menschen erzeugte CO2. Und damit möchte ich es auch schon bewenden lassen, wir werden diesem Entschließungsantrag zustimmen, denn auch für uns, für die FPÖ, ist Umweltschutz Heimatschutz. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus